Die Spitäler in Flawil und in Wattwil, die werden geschlossen durch Notfallstationen ersetzt. Warum? Also geschlossen ist nicht korrekt. Wir werden weiterhin an diesen beiden Standorten das Gesundheits- und Notfallzentrum machen. Das heisst, für die Bevölkerung wird es weiterhin eine Notfallversorgung geben. Und zwar 24 Stunden lang, mal 365 Tage. Und das ist sicherlich ein ganz grosses Bedürfnis, das in der Bevölkerung ist. Und darum sind wir auf das auch eingegangen. Was aber korrekt ist, es wird kein stationäres Angebot mehr geben, weil wir müssen. Aufgrund auch von verschiedenen Trends, die schweizweit stattfinden, müssen wir eine Leistungskonzentration anbringen und die Wirtschaftlichkeit, aber auch die Qualität können sicherstellen. Und deshalb wird es dort in Zukunft keinen stationären Eingriff mehr geben. In Flawil ist ein Verkauf zur Diskussion gestanden. Da sind zwei Interessenten angeklopft. Warum hat man das nicht umgesetzt? Ja, wir haben die Diskussionen geführt mit diesen zwei Gruppen. Wir sind auch offen in die Diskussion eingestiegen. Persönlich habe ich das eigentlich interessant gefunden, ob das allenfalls mit etwas mehr Wettbewerb eigentlich aus Gesundheitswesen könnte bereichert werden. Wir haben aber gesehen, wo wir dann das auch wirtschaftlich durchgerechnet haben, dass das erhebliche Ertragsausfälle gibt, insbesondere in der Spitalregion 4, konkret in Wil. Und da hätte dazu geführt, dass eigentlich die Spitalregion gar nie aus dem strukturellen Defizit herauskommt. Und darum haben wir in unserer Gesamtbetrachtung haben wir müssen sagen, ist das eigentlich nicht sinnvoll. Es kommt dann auch nicht zu dieser notwendigen Leistungskonzentration, sondern die Leistungen werden dann weiterhin erbracht, aber von Privaten, die uns dann keinen Ertrag bringen. Und darum aus unserer Gesamtbetrachtung ist das für den Kanton nicht sinnvoll. Auch in Wattwil ist die Situation ein bisschen anders. Dort wollte man es in eine Stiftung rausnehmen. So war die Idee zumindest von der Gemeinde. Da tut man es auch nicht umsetzen. Was ist da der Hintergrund? Ja, es ist korrekt. Es ist ein Angebot von der Gemeinde Wattwil unterbreitet worden, dass man das bestehende Spital rausnimmt, sogar aus dem Spitalverbund raus, also allein positioniert in einer Stiftung. Es ist aber ganz klar immer gesagt worden, dass der Kanton muss Stifter sein, ohne den Kanton das nicht gäbe. Und es ist auch klar gewesen, dass eigentlich die Defizite insbesondere vom Kanton müsste getragen werden. Und das Konzept führt für den Kanton zumindest dazu, dass er weniger zu sagen hat als heute, weil er ist in einer Stiftung drin, da ist man einen unter vielen. Aber gleichzeitig hat man das finanzielle Risiko und das ist ein Konzept, das uns nicht überzeugt hat aus Sicht vom Kanton und wir mussten das darum auch müssen ablehnen. In Wattwil hat das Volk ja gesagt, um einen Ausbau. Es gibt jetzt einen Baustopp dort. Was bedeutet das? Das ist korrekt. Wir haben ja dort eine Bauvorlage gehabt, wo nicht nur die Wattwiler, sondern die St. Gallische Bevölkerung zugestimmt hat im Jahr 2014. Und dieser Bau kann jetzt nicht so realisiert werden. Und deshalb braucht es jetzt einen Kantonsratsbeschluss, der zustimmt, dass man das nicht so realisiert, weil es hat ursprünglich einmal das Volk zugesagt. Das muss jetzt korrigiert werden. Und der Beschluss vom Kantonsrat untersteht nachher auch einem fakultativen Referendum. Also es kann durchaus sein, wenn man das Referendum ergreift, dass die Bevölkerung über das nochmal abstimmen muss, dass man jetzt den Bau so nicht realisieren sollte. Aber klar ist, es sind ja rund etwa 53 Millionen schon verbaut. Dort muss das Ziel sein, dass man das Gebäude nutzen könnte. Und wir glauben auch, dass das Gesundheits- und Notfallzentrum unter anderem dort positioniert, respektive dort kann auch angeboten werden. Und selbstverständlich sind wir auch interessiert, dass noch mehrere Nutzungen in das Gebäude hineinkommen, weil es ist ein guter Bau, ist auch bestens geeignet für andere Nutzungen. Wenn wir kurz zurück auf Flawil, braucht es dort eine bauliche Veränderung für die Notfallstation? In Flawil ist die Situation so, dass wir einfach überzeugt sind, dass der Standort, wo er heute ist, auch geeignet ist für das Gesundheits- und Notfallzentrum. Weil er ist näher am Bahnhof, er ist aber auch ganz näher, respektive unmittelbar nebendran sind, ist ein Altersheim und Pflegeheim. Da gibt notwendige und gute Synergien. Deshalb schlagen wir vor, dass das Gesundheits- und Notfallzentrum am Standort, am bisherigen bleibt. Ein Teil der Immobilie kann deshalb für das benutzt werden und ein Teil der Immobilie muss man schauen, ob man das anderweitig nutzen kann.